Dann wäre er also nach seinem Sturz auf ein Nachbargleis gerollt, wo ihn dann noch der D223 überfahren hat. Also Mord. Sind wir ja richtig. Frage, aus welchem Motiv? Dass der Mann überhaupt keine Ausweispapiere bei sich hatte. Nur sein Taschentuch und seine Fahrkarten. Lassen Sie doch noch mal sehen. München, Frankfurt, erster Klasse, Fernzuschlag und eine Platzkarte auf den Sitz 92. Lässt sich anhand der Fahrkarten nicht feststellen, an wen sie verkauft wurde? Sie hat doch eine Seriennummer. Ich glaube nicht. Der Name des Fahrgastes wird nirgends eingetragen. Ja, vielleicht ist es bei Platzkarten anders. Bringen Sie das schneller raus. Sie erreichen mich ab hier am Labor. Ja. Chef, hier. Reisebüro Globus in München, gegenüber dem Grand Hotel. Herr Stenzel, ja, wenn die Fahrkarten von einem Portier für einen Hotelgast bestellt worden sind, ja, dann haben wir gewonnen. Die müssen uns nämlich eintragen. Dann müssen wir nach München. Ich bestelle sofort einen Dienstwagen. Ihre Freude über die Reise ist direkt rührend. Wenn ich nicht wüsste, dass Sie dabei nur an die Diäten denken. Ja, Geldgier war schon immer mein größter Fehler, deswegen ging ich ja zur Polizei. Schon gut, Stenzel. Also auf zum Grand Hotel.